Hallöchen, meine Lieben, da bin ich wieder heute mal mit was ganz für mich Besonderem. Denn wenn man mal in den alten Videos so ein bisschen rumstöbert, sieht man, dass ich da früher schon sehr, sehr aktiv war. Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt schon 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre nicht mehr da bestellt. Und zwar geht es um Hey Mountain. Ich bin ganz früher zuerst auf Lush gekommen und dann zu Hey Mountain. Beides Naturkosmetik, gegen Tierversuche, vegetarisch, 98% davon sind vegan und es kommt aus Deutschland. Das finde ich schon mal sehr schön. Ich hatte da mal eine richtig, richtig üble, starke Welle. Ich musste auch alles neu ausprobieren. Ja, irgendwann ist das dann so ein bisschen abgeflacht, genau wie meine Lush-Zeit auch irgendwann mal irgendwie vorbei war. Aber wer Lush kennt und mag, der ist, denke ich, zu 80% auch schon mal bei Hey Mountain gelandet. Und ich finde, beides hat so seine Spezialisten, sage ich mal. Und auch Sachen, die ich wirklich unheimlich mit Winter und Weihnachten in Verbindung setze. Deswegen kaufe ich das auch da. Der Grund aber, warum ich bestellt habe, war eigentlich Lush. Und zwar habe ich da zu Halloween, weil wir haben jetzt hier in der neuen Wohnung, haben wir ein großes Bad mit 2 Waschbecken und 2 Spiegeln und entsprechend auch 2 Seifenablagen. Und die Kinder waschen sich auch gerne mal die Hände mit Stückseife. Ich ehrlich gesagt auch. Ich finde eine schöne, dekorative und gut riechende, vor allen Dingen pflegende Stückseife manchmal echt schön. Bin zwar mehr der Schaumseifentyp, da bin ich auch sehr, sehr fanat in diese Bath & Body Works Sachen, aber es kann auch mal ein schönes Stückseife sein. Und Lush hatte dieses Halloween ja diese Glow-in-the-Dark Geister und das sah so schön dekoriert in der Seifenschale aus, dass ich mir dann dachte, Halloween ist jetzt vorbei, suche ich mal was Herbstliches. Nicht wirklich was gefunden. Ich hätte gerne irgendwie eine Seife in einer Blattform oder so gehabt. Hätte ich richtig schön gefunden. Habe aber leider nichts gefunden und habe dann überlegt und überlegt. Dachte ich, okay, gucke ich halt vielleicht schon mal nach Winter und lasse einfach die Geister ein bisschen länger da liegen. Aber da wurde ich jetzt bei Lush nicht wirklich fündig. Ich hätte, gut, du kannst den Rockstar-Stern holen, aber der Geruch ist mir ehrlich gesagt ein bisschen über. Dann gab es so ein paar Seife mit Glitzer. Ja, sah aber für mich eher aus wie so eine Tablettenpille, so eine Medikamentenpille, als wie irgendwas Weihnachtliches. Und dann dachte ich mir, Mensch, guckst du doch mal wieder nach Hey Mountain. Ich hatte da schon irgendwie im Kopf, dass es da definitiv schöne dekorative Stück Seifen gab. Und ich wurde auch ziemlich schnell fündig. Und zwar, hier habe ich mir natürlich zweimal für beide Waschbecken, habe ich mich für diese Lumberjack Soap entschieden. Na, das sind, kommt jetzt ein bisschen heller rüber, als sie wirklich sind. Das sind so Tannenbäume. Und oh mein Gott, das Paket kam am Freitag oder Samstag. Freitag. Freitagnachmittag, glaube ich. Freitag, späterer Mittag. Weil ich hätte gerne noch das Video dazu gedreht gehabt. Aber da war es dann schon zu spät und die Kinder, also entweder waren die schon da oder ich habe sie gerade geholt, irgendwie sowas. Und ja, jetzt hatte ich die Sachen schon mal ausgepackt, weil ich den Karton gebraucht habe, um was anderes zu verschicken und hatte die in meinen Kosmetikschrank gelegt. Und Leute, also ich bin nicht, dass ich das so brauche sonst so das Jahr über, aber so zur Weihnachtszeit oder besser jetzt noch zur Herbstzeit, um so ein bisschen in Weihnachts-Winter-Kuschel-Muschel-Stimmung zu kommen, gibt es für mich irgendwie kaum was Schöneres als eben diese Lush und auch Hey Mountain Produkte. Wie gesagt, von jedem ist etwas, was mich an Weihnachten erinnert. Bei Lush ist halt ganz typisch Snow Fairy und der Buche oder Butche de Noël, oh mein Gott, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht, Gesichtsreiniger. Und ja, bei Hey Mountain habe ich da auch so meine Favoriten. Ja, diesen Duft kannte ich schon. Der soll sein, ein würziger Duft nach verschneitem Pinienwald. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein unheimlich schöner Piniengeruch.
Wenn man kennt das so von Omas Schaumbad, Fichtennadel und so weiter, aber soll ich euch mal ehrlich sagen, auch wenn ich mir den nicht kaufen würde, fand ich das irgendwie doch immer geil. Das war heimelig, das war schön, das warme Bad, so viel Schaum, der Geruch, der erinnert mich einfach an früher. Und deswegen muss es auch die Seife sein, die Farbe hat gepasst, die Form hat gepasst, die Kinder werden die ganz toll finden. Die sind zwar echt sehr, sehr weich, man sieht ja auch, die hat so vom Verschicken hier schon ein bisschen den Dotzer, aber die werden ja eh benutzt und dann verliert sich früher oder später die Form, aber dann haben wir noch die Farbe und den Duft. Das ganze Badezimmer riecht dann so gut. Wirklich so gut. Also die sind wirklich ganz, ganz toll. Und dadurch, dass es halt Cremeseifen sind, unheimlich pflegend. Kannst du auch für den Körper benutzen mit Shea Butter, Canalaöl, Canolaöl, so Canolaöl. Ich kenne das alles nicht, aber auf jeden Fall weiß ich, wie die Seifen sind und die sind wirklich unheimlich schön und cremig und pflegend. Deswegen dachte ich mir, top, die Wette gilt. Die nehme ich mit. Und dann zu meiner Freude, denn das letzte Mal, als ich bei Hemmerton bestellt hatte, und das war auch der Grund, warum es das letzte Mal war, war, jeden Winter wollte ich diesen Lippenbalsam. Den habe ich abgöttisch geliebt und ich habe den ausgekratzt bis auf den letzten Fetzen. Dieser Küss mich unterm Mistelzweig, den will ich auch nur im Winter haben. Den brauche ich nicht im Sommer und auch sonst nicht. In der Duftbeschreibung steht ein bisschen was von Karamell. Ich glaube, es war auch schon mal Karamell und Vanille. Also für mich hat das was von Plätzchen. Also für mich hat das unheimlich was von Plätzchen gehabt. Von süßen Kuchenteig, Plätzchen, sehr foodie. So leicht nussig bisschen, also wirklich unheimlich lecker. Und plötzlich gab es den als Stiftform. Und ich fand den als Stift so schlecht, dass ich mir echt gewünscht habe, das ist zwar hygienischer Deckel auf, drauf gemalt, fertig. Und hier musst du mit den Fingernägeln oder mit dem Schnabel drin rumwühlen. Der ist doch wirklich randvoll. Aber lieber den alten Balsam, aber dann in der Dose. Aber was ich jetzt so riech, glaube ich, dass er das ist, genauso wie früher. Weil da habe ich ihn abgöttisch geliebt, der hat gepflegt, der hat geduftet. Und ich bin dann immer so ein Typ, ich habe dann immer so, um das zu riechen. Also ich hätte das wohl auch gerne als Parfüm benutzt. Also es war wirklich unheimlich gut und ich wünsche mir von Herzen, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, ihn zu benutzen, weil ich mir den immer aufspare und hoffe echt, dass der genauso ist wie früher, denn der war mega geil. Und mein zweites Produkt, was mich immer daran erinnert hatte, habe ich zum Glück mal eine richtig tolle große Probe gekriegt, finde ich. Also schon eine sehr große Probe, wie ich finde. Und zwar von dem Citizen Cake Shower Gel. Also, das ist dieser leckere Apfelkuchenduft. Es ist wirklich ein unheimlich leckerer Apfelkuchenduft. Oh. Und auch der ist für mich. Den habe ich so viele Jahre benutzt. Und es ist einfach perfekt, der Geruch. Mein Mann fand immer, das hat so ein bisschen was von Milchreis, so Milchreis mit Zimt und Zucker oder so. Ja, da hat er auch irgendwie recht. Der ist nämlich auch sehr gut im Düfte beschreiben. Und der ist wunderschön. Ich liebe diesen Geruch. Und der vierte Geruch, den ich gerne mag, ist der, wenn der Weihnachtsmann zweimal klingelt. Also die Bestellung war jetzt wirklich nur sehr klein, einfach weil ich die Seifen wollte. Aber ich glaube, das wird es noch nicht gewesen sein. Also da ist man jetzt wieder voll im Fieber und oh, ich bin ja so ein Schnüffler, ne? Also ich glaube, da muss ich noch mal ran. Also das war schon schön. Was ich auch immer ganz toll finde, hat man auch nicht mehr oft, dass da zum Beispiel solche persönlichen Widmungen auf die Rechnung sind. Da wird man sich jetzt denken, oh, was daran, wieso, weshalb, warum? Aber nee, ich finde das echt schön. So ganz kleine Sachen wie jetzt zum Beispiel diese Probe noch mit dazu oder eben diese persönliche Widmung. Das ist was ganz Schönes, das hat man heutzutage gar nicht mehr in den Shops. Und sowas ist halt auch was, wo ich dann sage, da kauft man gerne mal. Nicht so oft, weil es ist ja schon ein bisschen teurer als jetzt normal im Laden. Aber da sind so diese Specials, die ich wirklich toll finde und die mich auch echt begeistern. Also ihr merkt, ich bin schon wieder voll in Love und mir steigt das die ganze Zeit in die Nase. Also das ist von mir auch echt wieder eine Mega-Empfehlung. Also da wird, glaube ich, jeder irgendwie sein Schätzchen finden. Das zu meinen, ja, kleinen
Herbst-Winterneulingen von Herr Mountain. Ja, wenn ihr auch Lieblinge da habt, sagt mir doch mal Bescheid. Wenn nicht, vielleicht solltet ihr es mal ausprobieren. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert und sage bis ganz bald, ihr Süßen. Ciao!